Ja. Sieht immer so schön eloquent aus mit der Brille. Ja, und dann so intelligent auf dem Brillenbügel-Account. Ja, so. Hallo, meine lieben Schätzeleins. Das können wir direkt so aufnehmen. Finde ich gut. So, hallo meine lieben Jetlines, all die, die so nicht genannt werden möchten. Heute eine Premiere im Wintergarten. Bei Alter ist das immer nur noch mit Premieren hier versehen, denn ihr wachst ganz gut. Und du kannst dich vorstellen. Du bist der? Ich bin der Christoph, bin seit einem halben Jahr bei Alter. Schon länger in Köln in der Branche und wie gesagt jetzt ein halbes Jahr dabei. Und ja, freue mich dann hier auch mal dich kennenzulernen und ja. Dass wir uns ein schönes Thema ausgesucht haben. Schönste Stadt am Rhein. Schönste Stadt am Rhein, so ist es. Ja, und wir haben uns heute überlegt, so top, wie viel haben wir, sechs? Sechs Uhren habe ich mitgebracht, genau. Top sechs Uhren bis 2500 Euro, mal richtig, ne? Genau. 2,5. Da genau. Haben wir uns gesagt, wir holen was Schönes raus, was Alte aktuell auch im Prinzip ja lieferbar hat, ne? Sind aktuell dann aktuell verfügbar. Und ja, ich bin gespannt, denn wie immer für mich random, ich wusste nicht, was kommt. Ich habe nur gerade drüber geflogen, finde ich ein paar interessante Stücke dabei. Und können wir direkt loslegen. Ja. Zeig mal her. Mit was? Sollen wir unten anfangen? Fangen wir unten an. Nach oben vorarbeiten. Von unten nach oben. Fangen wir links unten an. Sehr bekanntes Modell. Ja. Die Hydro Conquest von Longines. Ein Klassiker. War die immer schon so groß? Gibt's in verschiedenen Größen. Das ist jetzt nach dem Facelift, also die aktuelle Variante mit Keramiklünette, die größte. Genau. Schick. Ich muss sagen, ich kenne die Conquest ja schon ewig auch. Ne? Du wahrscheinlich auch. Du bist ja nicht unfremd dieser Branche gewesen. Nein, das ist richtig. Und ich finde, die hat sich richtig gemacht. Ich habe die jetzt schon ewig nicht mehr gesehen. Und sogar, guckt mal hier, Kinders. Ja, da bleibt noch Luft. Viele Hersteller, wirst du vielleicht wissen, die, ja. Da musst du noch Glieder dazu holen oder noch das XL-Band extra bestellen. Aber man kann auch von vornherein sagen, hey, komm. Wir machen ein Großband. Gefällt mir richtig schön. Keramiklünette gehe ich mal von aus. Genau, Keramiklünette. Hat Sortenschliff. Zifferblatt, ein Facelift bekommen. Ist jetzt so ein bisschen markanter, würde ich sagen, als der Vorgänger, obwohl die schon relativ nah beisammen sind. 43 mm, großer, sportlicher Taucher. Macht man nichts mit verkehrt. Nö, macht man nichts mit schöner verkehrt. Schöner Klassiker. Auffällig ist ja hier der Kronenschutz eigentlich bei der Hydro Conquest immer, ne? Genau. Steht ja besonders hervor, ist sehr kantig, spitz zulaufend, wirklich große Krone im Verhältnis zum Gehäuse, ja wirklich groß. Genau. Aber griffig, ne? Das ist ja, im Prinzip ist es ja eine Taucheruhr, da muss das ja griffig sein. Und preislich liegt die dann? Bei 1,7. Also da hat man doch noch deutlich unter 2, eine ziemlich sehr komplette Uhr. Ne? Das ist jetzt auch vom Band und von der Schließe, finde ich, schön konzeptioniert. Also nicht nur Fokus auf den Kopf und auf der Uhr. Ja, aus einem Guss. Also wenn man sagt, bis 2.000 Euro, wir haben das Budget ja noch ein bisschen höher gesetzt, aber wenn man sagt, bis 2 hat man für 1,7 ein absolut faires Produkt. Ja. Finde ich auch. Ist klar, ist immer die Schließe, ne? Wenn wir wahrscheinlich gleich ein paar andere noch legen, da ist genau. Es jetzt nicht der Ausreißer nach oben, sondern ist halt eine gute Standardschließe. Genau. Könnte meiner Meinung nach sogar noch ein bisschen schicker sein, aber gut, das ist jetzt in der Preisklasse für die Marke dann auch, denke ich. Ja, was ganz schön ist, ist, dass die Schere in der Mitte massiv ist, also nicht aus Pech. Ja, ne? Die Abdeckung ist dann vom Material her nicht so stark, hat aber auch den Sicherheitsbügel, der bei einer Taucheruhr, finde ich, auch immer ganz schönes Add-on ist oder ja, fast ein Must-Have. Ja. Wahrscheinlich SW2, nee, Celita. Celita. Nicht Celita. Quatsch. Echt? Celita? Nein, ETA. ETA. Mensch, ich wollte gerade sagen. Hast du aber Celita jetzt in den Mund gelegt? Ja, ja. Man ist jetzt so gewohnt, ne? Aber Swatch Group hat natürlich ETA-Werke. Da ist ETA, genau. Dementsprechend wahrscheinlich 28, 24 als Basis. Und Longines wird es wahrscheinlich anders nennen. Schick, gefällt mir. Auch die Zeiger, sehr eigenständiges, schönes Tauchermodell. Ja, hoher Wiedererkennungswert. Ne? Wer die Serie Hydro Conquest kennt, da ist jetzt nicht das Rad neu erfunden worden. Das sind wirklich Kleinigkeiten im Facelift. Aber ne, wie gesagt, dieser markante Kronenschutz, den du gerade schon angesprochen hast, der ist geblieben. Das ist ja so ein bisschen das, was man direkt erkennt. Die sehr, sehr große arabische Beschriftung bei 6 und 9. Einfach
Eine coole Uhr. Ist auch vom Preis her, ist sie wirklich so, schließt sie das Feld, ich sag jetzt mal von Tissot, Mino da unten. Genau. So der Zwischenhopper ist das so, ne? Genau. Das ist schon so eine Uhr, so eine Longines, ist schon von der Markenprestige her, finde ich, nochmal eine Stufe höher. Ist jetzt noch nicht ganz da oben, aber ist eine schöne Zwischenhopper. Ja, es soll auch ein bisschen so die Lücke schließen zu den Divern von Omega, denke ich. Also einfach im Pricing der Gruppe. Wer halt sagt, okay, ein Diver ist mir jetzt auch einfach zu viel Geld, der hatte einfach zwar keine Diver-Technik und kein koaxiales Werk und so weiter, also da gibt es natürlich schon noch Unterschiede, aber brauchst du ja nicht. Wenn man es nicht braucht und wirklich eine Toolwatch braucht oder als Daily Rocker, den man vielleicht auch damit in den Urlaub nimmt, also so eine Uhr, die so alles mitmachen muss, top. Dreht sich gut, sitzt fest, also eigentlich... Klar, ich meine ganz ehrlich, ne, Diskussion haben wir doch schon hier tausendmal gehabt, Taucheruhren nehmen die sowieso die wenigsten zum Tauchen. Das ist wie bei den Fliegeruhren, ne? Der Pilotenschein wird auch noch nicht mitgeliefert. So ist das. Ja, dann nicht schlecht, das war schon ein schöner Einstieg. Ja, jetzt wird es ein bisschen Vintage angehaucht, also nicht so modern wie die, sondern ein bisschen klassisch eleganter. Das ist Longines Spirit Automatic. Ach, cool. Finde ich sehr schön, auch von diesem, mit diesem gealterten Lederband, Dornschließe, also wirklich ganz klassisch unaufgeregte Uhr. Ja, vor allen Dingen, das ist ja jetzt so, ja, Flieger-Field, weiß ich gar nicht, was ist es? So vom Design her könnte es irgendwie fast beides sein. Ja, genau, ist so in between. Ja. Aber was ich schön finde, ist, oft hast du bei diesen Uhren aufgedruckte Zahlen und alles sehr flach. Mhm. Und hier hast du richtig schöne aufgesetzte Indizes und vor allen Dingen so ein Innenkreis, der nochmal mit so einer Phase ist, die hochglänzend genau. ist. Und das in so einem Khaki-Grün. Ja, läuft auch unter Grün, also das Zifferblatt, läuft die Variante heißt Grün. Die heißt Grün. Longines Grün. Und wie heißt das Modell? Viel Liebe zum Detail. Spirit Automatic. Spirit Automatic in Grün. Moment ja sehr bekannt, die Zulu, die wird ja sehr, sehr stark von Longines bespielt. Das ist, wenn man so will, der kleinere Bruder. Oder die kleinere Schwester, liegt bei 2.250 Euro. Was ist das für 42 oder so? 42, genau. Die ist 42, ja. Cool. Die habe ich noch gar nicht so auf dem Kasten gehabt. Schön. Das ist eine unaufgeregte Uhr. Ne? Also, wenn man sich nicht so entscheiden kann, soll es jetzt ein bisschen Dresser sein, ist sie jetzt nicht, aber von der Charakteristik oder vom Schnitt des Gehäuses. Trotzdem hat sie durch die Größe eine Sportlichkeit. Ja, Liebe zum Detail hast du ja gerade schon. Eben, sie ist unaufgeregt, aber du entdeckst unheimlich viel. Ja. Zum Beispiel die kleinen Stunden-Karos, die da drin sind, die sind nochmal eingelassen in den, genau. in den Kranz. Ne? Das genau. macht dann auch nochmal so eine nette Optik aus. Die Zahlen sind auch mit Superluminova, aber auch mit so einem grünlichen Strahl. Genau, die haben auch so eine Vintage, wie so eine Patina. Ne? Also die genau. Uhr hat so einen direkt gealterten Look. Ist wunderschön angewoltert, ja. Nee, also wirklich eine schöne Uhr, auch auf einem kräftigeren Arm wie bei dir, kann man so gut tragen mit 42 mm. Häufig sind Uhren dieses Konzepts ja gerne auch so 37, 38 mm groß, also einfach wirklich klein. Und Ja, das sagt man schon mal so, ne? Das hat er gewollt hat. Perfekt. Also ich finde die cool. Ich finde die echt cool. Ja. Weil Longines irgendwie noch schon lange nicht mehr. Du machst so viel Reviews immer, ne? Und man guckt immer. Und dann hast du manche Marken schon ewig nicht mehr da und denkst du so. Klar, die machen schon coole Uhren. Ne? Ja, vor allem, man hat ja direkt auch immer eine Assoziation. Ne? Bei Longines ist es natürlich viel einfach das Topmodell oder das Volumenmodell Hydro Conquest. Das kommt ja aus dem gleichen Haus wie das, was wir gerade hatten, aber hat irgendwie eine komplett andere DNA, ist bespielt auch ein ganz anderes Geschmacksmuster. Ja, und normalerweise nicht mein Style, weil das ist mir eigentlich zu, aber ich finde diese Details, ich finde die echt schön. Ja, also dieses Zeigerstil ist schön, Proportionen, Beschriftung, auch Größe der arabischen Beschriftung, ist es nicht so eine dominante Fliegerbeschriftung, die sehr groß dahin kommt, sind keine Zahlen, die abgeschnitten sind, sehr clean. Ja, absolut, finde ich auch schick. Super. Ja, Mensch, habe ich ja schöne Sachen mitgebracht. Ja, absolut. Jetzt wird's ja, das macht ja immer Spaß. Ja, sonst wäre es ja auch langweilig, ne? Das soll ja auch schon so sein. Doxa. Mhm. In der Trendfarbe Tiffany, ob es noch eine Trendfarbe ist, muss jeder für sich entscheiden. Ich glaube, langsam hat sich's ausgetrendet, aber ich glaube, es geht in Richtung hier so fast so, was du jetzt hast, oder hier dieses Mintgrün so. Ja, Mint, genau. Also Grüntöne im Allgemeinen, hat so ein bisschen jetzt Blau abgelöst, wird von vielen bespielt.
Das ist im Grunde basierend auf der klassischen Sub 200, der Chrono. Hat keine historische Vorlage, also es muss man sagen, einfach eine Uhr, wenn man so will, aus der Retorte. Ist so eine Uhr, die sehe ich im Frühling, ne, wenn Leute sagen, jetzt ist die dunkle Jahreszeit vorbei, jetzt soll man wirklich was Buntes an den Arm. Aber auch individuell, ne, Doxa hat einen ganz speziellen Kundentyp, auch eine große Fanbase, aber auch viele, die mit der Marke noch keine Berührungspunkte haben. Und für viele ist die Marke auch einfach neu oder wissen nicht, wofür Doxa steht. Ist eine interessante Uhr. Ich finde es spannend. Ja, mit diesem Dome-Saphir-Glas. Mich erinnert so dieses massive Gehäuse an so eine Omega. Hat ein bisschen was Planet Ocean-Style, genau. Wenn man es so in der Hand hat. Ne? Die ist halt sehr massiv, sehr schwer. Von oben dann wieder typisch Vintage, so dieses spitz zulaufende. Also, ein Doxa ist für mich immer zu Vintage. Aber die hat so Elemente aus aktuellen Uhren, ne? So diese Seitenflanke. Und von oben hat es zwar ein bisschen Vintage, aber es ist, also die ist irgendwie irre. Ja, und es werden halt coole Themen aufgenommen. Ne? Ich habe im Grunde ja, es ist ein Bicompax, ne? Nicht, dass ich jetzt was weiß. Nee, ist Tricompax, okay. Aber halt keine Totalisatoren, die jetzt noch farblich hervorgehoben sind, dass ich da irgendwie versuche, noch einen bunten Panda oder so zu bauen. Ein unaufgeregter Diver, ich meine, gut, die Farbe ist ja schon, ne? Klar, die muss man mögen. Die gibt's wahrscheinlich aber auch in anderen Farben, ne? Die gibt's auch in anderen Farben, ja. Ganz auch so ganz klassisch, irgendwie so in Schwarz oder was? Schwarz oder Weiß. Müsste ich jetzt machen. Aber meine ist non-color. Weil das ist echt so. Also, ich habe bis jetzt halt immer nur die drei Zeiger gesehen, aber die finde ich echt spannend. Also wirklich auch so diesen Stil, den die so. Die Haptik ist auch gut, merkst du jetzt bei der Lünette, ne? Das packt alles schön, das ist nicht so. Ja, also ich muss sagen, also ich finde sie jetzt so von der Gehäusenqualität, von die jetzt auf dem Tisch liegt, ist die herausragend. Ja. Ne? Da ist sie definitiv herausragend. Und da muss man natürlich auch sagen, was bei Doxa natürlich auch wirklich eine Waffe ist, da zahle ich den Namen natürlich auch nicht mit. Ne? Ja. Das muss man einfach ganz klar sehen. Wo liegt die? Die liegt, die Doxa, bei 2650, also ein bisschen leicht, drüber. Ja. Wer sie jetzt allerdings haben möchte, unser Thema ist ja heute bis 2,5, der wird sie auch bei uns für 2,5 bekommen. Klar, das habe ich nach oben weggereizt, aber nein, es ist eine Uhr in dem Budget. 2.500 Euro und da habe ich einen sehr fairen, kompletten Chrono. Das Kautschukband passt auch perfekt ans Gehäuse, also da habe ich nicht mit Spaltmaßen oder so dann noch Schwierigkeiten, was ich immer so ein bisschen unansehnlich bei Kautschuk finde, wenn das nicht wirklich genau passt und auf Maß ist. Jo, klassische Dornschließe. Gefällt mir. Also interessante Uhren hast du mit. Ich finde es immer witzig, weil ist ja je nachdem, ne, wenn ein anderer kommt, jeder bringt ja so ein bisschen das mit, wo er selber auch so. Ja, klar. Das ist ganz cool. Ne? Es sollen ja auch Sachen oder Dinge sein, die mich dann natürlich auch selber irgendwo ansprechen. Ne? Und ich meine, die Aufgabenstellung war ja im Grunde, bring mal Uhren mit bis 2.500 Euro. Und da habe ich dann heute Morgen mit dem Tobi und dem Johannes mal kurz überlegt, was macht da jetzt Sinn einzupacken. Und ich glaube, die Auswahl ist uns da ganz gut gelungen. So, jetzt kommt Daytona, boah, bis 2.500. Ja. Genau. Das ist ja super bei euch. Ja, Pre-Owned. Also. So. Die PX. Ach, das ist ja interessant. Die habe ich ja bis jetzt immer nur, ich habe diese klassische PX, immer diese drei Zeiger auf der Säule. Ist ja auch die bekannteste. Genau. Ja. Aber die ist ja witzig. So. Panda-mäßig, ne? Ja, 42 mm, klassischen Panda-Look am Stahlband. Ey, das Band ist schon. Es ist super schön. Ne? Es ist gut integriert, die Haptik ist klasse. Schmetterlingsschließe finde ich super bei der Uhr, also auch keine klassische übergreifende Scherenschließe, sitzt also sehr, sehr sauber am Handrücken. 42 mm ist bei dem Gehäuseschnitt natürlich immer so ein bisschen schwer zu messen. Brutto ist sie fairerweise, muss man sagen, größer. Da müsste wieder. Vom Look so ein bisschen IWC-Ingenieur, wer die alten IWC-Ingenieur kennt, die Chronos, das ist so eine ähnliche. Ja, das ist so alles so ein bisschen auch wieder drin, ne? Also, da ist so, das ist auch hier so dieses, das ist schon fast so ein bisschen AP-like, ne? Genau. Ja, oder Oysterquarz, ne? Sobald ich natürlich die Farce oben habe vom Gehäuse, wo das Band dann über den Mittelsteg integriert ist, bin ich im Grunde direkt bei der Royal Oak vom Designmuster her oder bei der Oysterquarz. Aber das Band ist echt überragend schön. Ja. Wunderschön gearbeitet, da quietscht nichts, da wackelt nichts. Das ist ganz so richtig seidenweich, ne? Das kann man so richtig. Ist zwar gestiftet, das heißt, ne, du musst es rausdrücken. Das Werk ist schön finisiert, guck mal hier mit Schliffen drauf.
Ja, aber gestiftet hat ja auch nicht nur Nachteile, ne? Ich weiß. Also das ist immer so eine Glaubensfrage. Das ist eine Glaubensfrage, genau. Ich bin persönlich auch eher ein Freund von Verschraubten, aber Patek Philippe stiftet nach wie vor und das hat auch seinen Grund. Also das ist, Stiftungen haben natürlich auch Vorteile. Ne? Ja, vor allem, wie oft haut man sich mal eine Schraube? Verkatscht man sie sich oder so, ne? Ja. Das ist schon richtig, ne? Ja, Schnellwechselsystem sehe ich gerade. Schnellwechselsystem, Glasboden, also man kann da auch ein bisschen. Was ist das, wie heißt das bei Tissot? Ist das ein Powermatic bei Tissot? Ja. Ja, ne? Genau. Ja, cool. Ne? Interessante Uhr. Preislich liegt die aber hoch? Die liegt bei 1795. Ja, da hätten die ja noch zwischen gehört. Ja, so ist im Grunde genau bei der Hydro Conquest. Ne? Ist im Grunde eine preisgleiche Uhr. Einmal als Chrono. Aber als Chrono, ne? Einmal als Chrono mit Glasboden und einmal als klassische Dreizeiger Diver Metall. Also das ist, ich glaube, das könnte, ich werde am Ende meine Empfehlung geben. Aber das ist, glaube ich, eine Uhr, wo ich sage, Wahnsinn. Die überrascht mich jetzt. Ist wieder, ich finde es immer interessant. Ich weiß nicht, ich bin ja Uhrenliebhaber. Ja, und natürlich habe ich meinen Style. Und das ist halt so, Vintage ist normal auch nicht mein Style. Aber ich kann halt, ich glaube, ich kann mich hineinversetzen in jemanden, der auf Vintage steht, ja, dass der das einfach genial finden müsste. Ja. Weißt du, das ist so das, wo ich mir denke. Da ist so ein Hauch Gerald Genta, genau, drin, ne? Aber ja, in einem bezahlbaren Bereich, ne? Es hat so viele. Wir hatten gestern ein lustiges Gespräch, da sagte der Kollege hier, Gerald Gender. Ich sage, ach, da sind wir schon. Gerald Gender. Gender. Der hat die Sternchen erfunden. Ja. Ja, nicht schlecht. Coole Nummer. 1700 Euro, Chrono, Schweizer Marke, Tissot, der Klassiker überhaupt, ne? Sehr schön, das Band ist toll. Ja, und auch eine wirklich sehr auch funktionale Schließe mit den seitlichen Tastendrückern. Also anders als der Sicherheitsbügel, den wir vorhin hatten. Ja. Sehr angenehm zum An- und Ablegen. Und du hast auch Halbglieder, die du rausnehmen kannst, dass genau, du ein bisschen besser, ja, justieren kannst. Genau, hat ja keine Feinanstellung durch den Schmetterling. Die Chronodrücker so schön, viereckig hier. Ja, schöne Tastendrücker. Also es echt nimmt das, ja, spannende die Uhr. Formgebung der Uhr nochmal auf. Und hier ist wahrscheinlich zum Verstellen Datum, ne? Genau, Datumschnellstellung. Ja. Cool. Interessant. 1,7. Das heißt, die müsste ja hier. Die müsste dahin, genau. Dann machen wir Dreizeiger Chrono, Dreizeiger Chrono. Und machen weiter mit diesem feinen Stück. Und zwar mit Hamilton. Das ist die Khaki Field. Genau von der Preisstellung wie die PX, die wir gerade hatten. 1795 Euro. Ja, an diesem Lederband, was halt diesen Unterverlauf noch hat. Ja, sag mal, dieses Läppchen. Dieses Läppchen oder der Gruß aus den 80ern, ne? Wie man will. Ja. Komplett satiniertes Gehäuse. Das macht sie dann doch different zu allem, was wir bisher hatten. Soll halt so ein bisschen, ja, diesen Outdoor-Look transportieren. Ursprünglich kam ja diese Mattierung bei diesen Uhren auch häufig aus dem Jagdsport, wo nichts glänzen darf, also wo ich keinerlei Reflexionen habe. Jagdsport kenne ich. Klassischer Chrono. Wie ist deine Meinung? Also ich gucke gerade so auf diese geile Bandfarbe, ne? Ja. Das ist so ein richtig schönes, das ist Military, das ist meist noch etwas grün, aber das ist so ein gesetztes Grün. So fast schon farbloses, wie kann man das beschreiben? Du weißt, was ich meine, ne? Was du meinst, so ein mattes Grün, ich finde das ultra schick. Und passt einfach zu diesem roughen Look der Uhr, ne? Ja. Da hat die so ein Outdoor. Das ist geperlt hier, ne? Charakter, ganz genau, das ist geperlt. Mhm. Dann hast du so ein, ja, so typischen Flieger-Look, ne? Könnte jetzt auch so auch vom Weiten so eine kleine IWC sein, ne? Genau. Und ist aber preislich in einer anderen Liga dann. Faszinierend. Also normalerweise, ich weiß, Hannard hat oft immer auch so diese Läppchen, ja, runter. Ja, genau. Hannard ist da bekannt für, ja. Da mache ich ja immer so meine Scherzchen drüber, ne? Das ist ja so eine Art Genpool-Auffanglappen oder sowas. Aber ich finde den gar nicht schlecht irgendwie hier an dieser Uhr. Ich weiß gar nicht warum. Der sieht anders aus. Der wirkt irgendwie integrierter. Der wirkt nicht wie so ein Fremdkörper. Weiß ich das mal. Wobei, du kannst es ausschlaufen. Genau. Man kann es ausschlaufen und dann ganz normal als Lederbandvariante tragen. Ist natürlich nichts für den Sommer, ne? Da hast du also. Nee. Da wird es dann ein bisschen warm, ein bisschen muckelig drunter. Von da aus, kann man aber diese Unterverschlaufung rausnehmen. Cool. Auch so dieses geperlte. Cool. Mhm. Also interessante Uhren hast du wirklich mitgebracht.
Vor allem Uhren, alles so Dinger, die ich schon ewig nicht mehr gesehen habe. Irgendwie, ne? Ja, ich sag mal, das, was man immer so sieht und bespielt wird und man in der Werbung als erstes sieht und wenn ich beim Hersteller auf die Seite gehe, die mich als erstes anspricht, dann wäre wahrscheinlich auch ein bisschen langweilig. Also ich finde es dann auch spannend, dann mal ein paar außergewöhnlichere Stücke mitzubringen und zu zeigen. Einfach Uhren, die man nicht so direkt auf dem Schirm hat, ne? Wo man nicht so direkt die Assoziation hat. Ja, und auch eine schöne Mischung. Ne? Wir haben eine Longines jetzt hier, wir haben eine Tissot, also eine Doxa mal als Außenseiter mit dabei. Also richtig feinen Dresser habe ich jetzt nicht mitgebracht, weil sonst wäre es vielleicht auch ganz gut sehr durcheinander gewesen. Dann last but not least, Tag Heuer Formula One. Ja, das ist ja auch der Klassiker. Der Klassiker in die Weltmeisteruhr, Edition Jos Verstappen. Die sind ja ganz groß im Sponsoring für die Formel 1 und für das Red Bull Team. Und ja, diese Farbthematik und dieses Thema findet sich dann auch einfach in der Uhr wieder. Ne? Aber es gibt immer so einen kleinen Stich. Gewöhnt man sich dran. Du meinst an das Ticken des Quarzwerkes gewöhnt man sich? Ja, also es ist klar, weil bei Tag Heuer ich... In der Preisklasse. Es gibt es, ne? Also es gibt ja den Aquaracer, der liegt für 2,1. Da hatte ich heute Morgen auch kurz überlegt, nehme ich jetzt einen Aquaracer mit, aber das ist dann so ein Modell, was man dann auch schon 100-mal gesehen hat und wo ich dann einfach sowas, gerade weil es jetzt eine Special Edition ist. Guck mal, ich will aufziehen. Ja, kannst du machen. Passiert nicht viel. Seine 10 Sekunden noch ein bisschen raus. Die ich ein bisschen spannender finde. Ne? Es ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis eine faire Uhr. Also ist eine Uhr ohne Schwächen. Liegt bei 2,250. Ne? Da haben wir natürlich jetzt auch hier Uhren auf dem Tisch, wo man sagt, okay. Ja gut, das ist der Sprung von Longines, so ein Ticken drüber, finde ich das Tag Heuer. Ne? Genau, da habe ich im Grunde die Brand, sage ich mal, die hier auf dem Tisch liegt, die nichts gegen Longines, aber die doch eigentlich das höchste Renommee, sage ich jetzt mal, als reine Marke hier auf dem Tisch hat. Und wenn ich da natürlich ein Chrono haben möchte, dann bin ich da einfach im anderen Preissegment. Und von da aus, wenn man sagt bis 2,5 und es soll eine Tag Heuer, ein Chronograph von Tag Heuer sein, dann ist man bei der Formula und hat dann eine schöne, saubere, clean Uhr, die sehr farbig ist, spricht vielleicht auch eher. Also meins ist es nicht so, weil es so wirklich sehr farbig ist. Also es ist eine bunte Uhr. Ne, ja. Du hast das Tag Heuer Logo mit Grün noch dabei, dann hast du einen roten Außenring, der nochmal mit dem Rot und Gelb in der Mitte. Das ist schon bunt, muss man mögen. Also meins wäre es tatsächlich nicht. Ja. Aber gut, das ist halt so. Ne? Das heißt, das, was bei mir nicht meins wäre, heißt nicht, dass es einem anderen gefallen hat. Genau. Also von daher ist der Körper halt schmerzfrei. Ansonsten, klar, ne? von allem her, verarbeitungsqualitätsmäßig, Tag Heuer halt. Ne? Ja. Also ist gut. Ja, und wir merken halt auch wirklich, dass in dem Preissegment oder in dem Budget auch zunehmend Leute kaufen, die auch sonst in den höheren Preisklassen was nehmen. Ja, und du hast einfach dann auch sagen, es soll ein Daily Rocker sein, es soll eine Uhr für den Urlaub sein. Ja. Das heißt, das ist wirklich eine Sache, die ich auch selber seit 13 Jahren mache ich das jetzt ja, merke, das war vor 10 Jahren noch nicht so. Mhm. Also da, wenn jemand, ich sag mal, eine High-End oder eine Premium-Marke gekauft hat, dann hätte der auch in seiner Freizeit ungern eine andere Marke gehabt. Mhm. Und das sehen wir zum Beispiel ganz extrem bei Doxa, ne, wo Leute, die auch sagen, ich habe eine Omega für 8.000-9.000 Euro gekauft, aber ich finde Doxa einfach cool, ich finde die Historie super, ich trage jetzt eine Doxa und fertig. Ne? Und das ist eben eine schöne Entwicklung, also dass es eigentlich nicht so eine Budget-Obergrenze bei Kunden ist, sondern dass sowas gemischt haben. Ja, und nach Gefallen auch einfach gekauft wird. Ne? Dass Die Leute wissen, was sie zu Hause haben, die müssen es auch nicht immer und überall transportieren oder zeigen. Du und Tag Heuer mit Tourbillon ist ja auch, ne? Also ich deswegen, ne? Vom Mikrograph bis zum Tourbillon, also die haben ja schon einiges im Regal oder ob es jetzt Monaco ist, so als ikonische Uhr. Aber das sind so, ich sag mal, Brot- und Butter-Modelle, aber nicht mit Brot- und Butter-Sexiness, sag ich mal. Ne? Das sind schon. Ja, mal ist eine echte coole Auswahl. So, jetzt denkst du dir die drei aus, die du auswählen würdest. Ja. Ich denke mir die drei aus, die ich auswählen würde. Okay. Da bin ich mal gespannt. Ja. Wo hat Platz 1, Platz 2, Platz 3? Wenn du deine drei Uhren rüberziehen, dann. Ja, ich will dich ja nicht in deiner Meinung beeinflussen. Das tust du nicht. Was würde ich. Schwierig. Ist schwierig. Also ich bin fertig. Du bist schon fertig, echt? Ja. Na, ich schwank noch so zwischen.
Also ja, für mich als Quarz wäre jetzt die Heuer sowieso dann raus, weil ich, ja, ne, also Quarz geht bei mir über Casio oder G-Shock, ja, oder sowas, das ist okay. Und Basalco. Ja, gut, okay. Als gut, und dann aber bitte als so halb Grand Cycle, ja, ja. Okay, also mein erster Platz ist die Tissot. Ja. Weil ich die echt schickig finde. Ja. Jetzt tue ich mir echt schwer, 2 und 3 zu nennen, weil... Also 2 ist für mich tatsächlich die. Ja. Wobei ich sie wahrscheinlich mittlerweile, weil ich schon fast nicht mehr sehen kann, in einer anderen Farbe nehmen würde. Ja. Aber allein so von der Optik, von der Haptik, von der Verarbeitungsqualität. Ja, das ist jetzt ganz schwierig zwischen den beiden. Die, weil ich sie schon so lange kenne eigentlich. Ja. Die ist nochmal überhaupt nicht mein Ding. Ja. Ja. Aber ich finde sie so schön gemacht. Aber was mich so als Jäger... Ja, da hatte ich dich. Ne? Beim Jäger hatte ich dich. Ist das schon, obwohl... Also Flieger mochte ich früher nie. Und ja, das ist so, man wird ja älter, der Bauart wird immer grauer. Und irgendwie kommt das bei mir mit dem Alter, dass ich auf Flieger stehe. Und ich finde diese Farbe so geil. Also wirklich für mich die Tissot die 1, die Doxa die 2 und die Tag Heuer die 3. Okay. Die 3. Ja, okay. Und jetzt? Haben wir eine Übereinstimmung oder? Wir haben nur am Rand eine Übereinstimmung. Also bei mir wäre es ganz klar die Nummer 1 die. Ach geil. Also wenn ich jetzt... als Kunde bei Alte hereingehen würde und hätte ein Budget von 2,5 und wäre jetzt nicht vor oder hätte also noch die müssen wir sagen, das ist die Longines, wie heißt die? Spirit. Spirit Automatik. Das wäre definitiv meine Wahl, einfach weil sie für mich alles abdeckt. Ne? Die Casual auf eine Jeans, auch im Zweifel auf einen Anzug. Ich finde sie klassisch, elegant, mit sehr viel Liebe zum Detail. Das ist so das, was mich anspricht. Sieht für mich auch nicht nach einer Uhr für 2,5 aus. Budget, sondern da könnte auch 4,8 dran stehen und da würde ich nicht zucken. Ich finde die sehr, sehr fein, sehr edel. Die Nummer 2 wäre für mich die Doxa. Dann wie bei mir. Also wirklich als, ja, ich sag es mal einfach Fun-Uhr. Ich habe jetzt ja so etwas ähnliche Farbgebung mit meiner Grand Seiko. Weil ich aber auch einfach Doxa spannend finde. Ich finde, also Leute, die eine Doxa tragen, haben... Ich gucke den Leuten berufsbedingt ja immer aufs Handgelenk. Ja, ne? Aber wer eine Doxa trägt, der hat definitiv schon direkt meine Aufmerksamkeit. Ne, ich sag mal, eine Hydro Conquest kann da auch zufällig sein. Das ist nicht unbedingt immer der Uhrenliebhaber auch, aber nicht zwingend. Das wäre ganz klar meine Nummer 2, wobei die wirklich fast auf Augenhöhe sind. Nur als Ganzjahresuhr finde ich die Longines besser. Das ist für mich wirklich eine... auf dem braunen Abend, eine Sommer- oder eine Freizeit. Genau, absolut. Ne? Ich bin großer Fan und Freund von Tag Heuer. Ja, ich mag die Sachen durch die Bank sehr. Und für mich wäre es wirklich die Quarzuhr. Ich habe jetzt auch nicht so die Berührungs- oder die Hemmung, wie auch immer. Die hat sie ja nicht, eine Hemmung. Die hat keine Hemmung, genau. Ein Uhr-Nerd-Witz. Wo ist das Phrasenschwein? wäre für mich die. Weißt du, in dem Budget einfach, es ist am Ende des Tages ein Tag Heuer. Und für mich einfach ein schönes Konzept mit der Lünette. Sie ist für mich grenzwertig von der Farbgebung. Also nicht eine Farbe, die mich stört, sondern genau wie du gesagt hast, es sind relativ viele Farben in der Uhr verbaut. Aber das wäre so mein Dreigestirn, wo ich sage, ja, das... Wobei, da sind wir ja gar nicht so weit. Ne? Die hätte ich ja fast auch drin gehabt. Ja, da waren wir und die hattest du. Die Doxa hatte ich, also ja, von daher... Wir können weiterreden, ja. Ja, absolut. Wir müssen uns jetzt nicht streiten. Ja, sehr cool. Sehr, sehr cool. Perfekt. Ja, eigentlich haben wir dann ja schon das Wichtigste hier durch. Unsere Top-Uhren haben wir vorgestellt. Unsere Top-Uhren haben wir vorgestellt. Ich bin jetzt gespannt, was ihr sagt. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, welches eure Top 3 aus diesen 6 wären. Da bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Ich auch. Da wird wahrscheinlich noch viel, viel gemischt werden. Ja, und dann hast du noch einen kleinen Aufruf. Wolltest noch was mitteilen? Genau. Bitteschön. Ja. Kamera. Ja, wir von Altair sind auf der Suche nach weiterer Verstärkung für unsere Teams und suchen da speziell im Bereich Sales und tech-affine Leute, die ja Lust haben, im Online-Bereich was zu machen, Programmierer, also gerne Quereinsteiger, begeisterte Uhrenbegeisterung ist, ich sag mal, Voraussetzung bei uns. Und ja, wenn ihr euch da angesprochen fühlt, ich glaube auch im Verkauf, ne? Auch im Verkauf, genau. Also sowohl digital analog, wie wir jetzt in den Niederlassungen arbeiten, als auch rein digital bei uns im Online-Shop. Also wenn ihr da aus der digitalen Ecke kommt,
fühlt euch gerne angesprochen und ja, freuen wir uns, euch kennenzulernen. Perfekt. Dann vielen Dank. Ich bedanke mich. Ciao, ciao. Ciao.